Vielleicht kann ich die Maschine erklettern. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Und weiter. Ich muss weiter klettern. Müsste ich runter zu der Kammer gelangen. Hurakan, von Auge zu Auge in einem Tempel zu deinen Ehren. Weiterklettern und weiter. Von hier aus müsste ich runter zu der Kammer gelangen. Hurakan, von Auge zu Auge in einem Tempel zu deinen Ehren. Thank you.
Jonah, ich habe die Adlerprüfung erledigt. Die verborgene Stadt kann nicht mehr weit sein. Der Blick von hier oben ist unglaublich. Die verborgene Stadt muss hier irgendwo sein. Lara, ich hab's geschafft. Ich betrete eine Höhle. Jonah? Verdammt!
Ich muss vorsichtiger sein. Scheiße! Ich muss weg. Alles gibt nach. Das war knapp. Jonah, ich glaube, ich habe sie gefunden, die verborgene Stadt. Ich suche jetzt nach der Schlange mit dem silbernen Auge. Thank you.
alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Hallo? Ich kann dir helfen. Geh weg! Du darfst nicht hier sein! Hör mir zu. Ich weiß, es tut weh, aber... Mabutul! Wer bist du? Weswegen bist du hier? Ich bin Forscherin. Lara Croft. Sie kommen wieder. Wir müssen verschwinden. Bringt sie mit. Du bist nicht nur mein Sohn, sondern ein Erbe. Begib dich nicht in unnötige Gefahr. Hätte diese Frau uns gefunden, wenn du nicht dort gewesen wärst? Ich bin froh, dass nichts passiert ist. Wie hast du uns gefunden, wenn du kein Mitglied des Kults bist? Ich bin einer Karte aus einem Tempel gefolgt. Ich habe erwartet, Ruinen zu finden, nicht euch oder etwas wie das hier. Wieso hat der Kult deinen Sohn angegriffen? Ich habe ihre Abzeichen erkannt. Ich kenne sie als Trinity. Ich versuche, sie aufzuhalten. Wovon willst du sie abhalten? Sie suchen nach einem Artefakt. Es sieht wie eine silberne Schatulle aus. Sie gehört zu einer Mondgöttin. Wieso willst du das? Willst du es stehlen? Verkaufen? Nein, aber es darf Trinity, dem Kult, nicht in die Hände fallen.
Sie sind sehr gefährlich. Wieso? Was haben sie dir getan? Sie haben meinen Vater getötet. Kann ich dir was zeigen? Weißt du, was das ist? Das ist Paititi. Du bist bereits hier. Die verborgene Stadt. Aber was bedeutet dieses Auge? Das ist der Tempel des Todes und der Opferung. Denkst du, dein Artefakt ist dort? Ja. Niemand ist je von dort zurückgekehrt. Ich möchte es versuchen. Das wagst du nur, um den Kult aufzuhalten? Ja. Bringt ihn zu mir. Jonah. Geht's dir gut? Kennst du diesen Mann? Er ist mein bester Freund. Ist Abby... Mir geht's gut. Wer sucht noch nach dir? Niemand sonst. Ich glaube, wir verfolgen dasselbe Ziel. Wir bringen dich zur silberäugigen Schlange. Dein Freund bleibt hier. Wenn du lügst, wirst du nicht weit kommen. Und ihm wird es nicht gefallen. Das ist doch nicht nötig. Ist schon gut. Ich warte hier. Edsley, bring dieser Frau frische Kleidung. Uchu, du bleibst bei ihm. Ich bin so schnell es geht wieder hier. Okay. Ganz hübsch hier. Sei still. Ich kenne deinen Namen nicht. Oh, entschuldige. Als Rebellenführerin muss ich vorsichtig sein. Ich bin die rechtmäßige Königin. Unurat. Ich kann den Dialekt nicht bestimmen.
Ich verstehe es nicht. Es ist fast wie kreolisch. Das beschreibt etwas in der Nähe. Ein einsamer Wächter hält seine Hand über mich und seine Ernte. Dieses spanische Dokument erzählt eine der vielen Geschichten über El Dorado, die goldene Stadt. Als die ersten Erkundungsschiffe der Spanier mit Frachträumen voller Gold zurückkehrten, verbreitete sich die Nachricht wie ein Lauffeuer und die Geschichten wurden bei jeder Nacherzählung immer weiter ausgeschmückt. Diese Gerüchte über eine goldene Stadt führten zu zahllosen Expeditionen in die neue Welt. Das sieht wie eine Figur aus dem Spiel aus, das Mom und Dad immer gespielt haben. Aber was hat sie hier draußen auf dem Spielplatz verloren? In den Sockel ist ein A eingeritzt. Es steht für Emilia. Ich vermisse dich, Mama. Sir, mir ist bewusst, dass die letzten Jahre für Sie mehr als schwierig waren. Wir alle vermissen Emilia sehr. Dennoch beunruhigt es mich, dass Lara langsam selbst das Wenige vergisst, was sie über ihre Mutter weiß. Das ist einfach schrecklich.
Ich weiß, es steht mir nicht zu, Sie zu bedrängen, aber haben Sie noch einmal darüber nachgedacht, ob Sie nicht doch mit ihr über Emilia sprechen wollen? Ich bin davon überzeugt, dass es Ihnen helfen würde, über Ihren entsetzlichen Kummer hinwegzukommen. Außerdem kämen Sie sich dadurch näher. Dieses spanische Dokument erzählt eine der... Ich hasse diesen Ort, diesen gottverlassenen Dschungel. Er lockt dich mit einem Juwel und fegt dir die Beine weg, sobald du danach greifst. Wir haben diese bodenlose Grube bald hinter uns gelassen. Auf der anderen Seite steht irgendein Altar unter einem riesigen Steingesicht, das unsere Bemühungen zu belächeln scheint. Irgendetwas hat das Lager angegriffen. Einige der Männer behaupten, es wären Panther gewesen. Andere sprachen von etwas Unheilvollerem. Die Hälfte der Männer fordert, die Expedition abzubrechen. Ich musste mir einen der Männer zur Brust nehmen, ein Exempel an ihm statuieren. Alles, was ich brauche, ist ein weiterer Tag. Ein verfluchter Tag. Dieser Großkotz Fawcett bekommt zwar die gesamte Aufmerksamkeit, aber ich weiß, dass seine Zeit so gut wie vorbei ist. Die Welt wird sich an Timothy Walker als jenen Mann erinnern, der endlich die verlorene Stadt von El Dorado gefunden hat. Wir haben in einer Schlucht unser Lager aufgeschlagen. Es war eine mörderische Reise bis hierher. Wir werden hier einige Tage rasten und uns orientieren. Einige der Männer müssen versorgt werden. Und ich könnte auch eine Mütze Schlaf vertragen. Die Männer sagen, in der Nacht wäre etwas im Lager gewesen. Der Dschungel raubt ihnen langsam den Verstand. Ich sage ihnen immer wieder, dass wir fast am Ziel sind und uns zusammenreißen müssen. Einer der Späher hat irgendeinen Tempel entdeckt. Wir beginnen heute Morgen mit dem Bau von Brücken und Leitern und brechen am Nachmittag auf. Mama sagt, es stört den Walker des Wasserfalls, wenn ich in der Höhle spiele. Sie findet es einfach zu gefährlich. Dabei gibt es dort ganz viele tolle Sachen. November 1603.
Begleitet von einem einheimischen Führer verließen Lopez, die Soldaten und ich die Stadt schon vor Tagesanbruch. Es war der richtige Zeitpunkt, da sich eine entsetzliche Grippe unter der Bevölkerung verbreitete. Lopez ist davon überzeugt, dass sich das Artefakt nicht innerhalb, sondern irgendwo außerhalb der Stadt befindet. Ich fragte ihn, ob es nicht heuchlerisch sei, die Hilfe derjenigen Leute in Anspruch zu nehmen, die er so verabscheute. Ich verabscheue sie nicht, antwortete er mir. Ebenso wenig, wie ich diese Molosser verabscheue. Sie sind alle Kinder Gottes, so wie wir. Ich sagte ihm, ich wäre verblüfft, ihn so reden zu hören, doch er nahm meine Hände und wir beteten. Die Kraft seines Glaubens floss in mich hinein, bis ich spürte, wie die Ketten des Zweifels von meinem Herzen abfielen. Bist du? Vorsicht, Freundin von Unuratu. Die Jaguar-Krieger. Halte Abstand zu ihnen. Sie suchen immer nach Rebellenaktivität. Und sie sind gnadenlos. Aber ich hab's gesehen. Er hat sie. Schluss, Taki. Du hast deine Würfel verloren? Gut, aber nicht lügen. Ist alles in Ordnung? Nein. Pisco der Tote hat meine Würfel und niemand glaubt mir. Aber er hat sie. Ein Toter hat deine Würfel? Hast du sie nicht doch verloren? Ach, du bist genau wie alle anderen. Tut mir leid, du hast recht. Ich sag dir was. Wenn ich Pisco den Toten sehe, dann verlange ich deine Würfel zurück. Wirklich? Du glaubst mir? Es wäre nicht das erste Mal, dass die Toten mit mir reden. Glaubst du, dass große Ereignisse auf einen einzigen Augenblick zurückgehen? Ich schon. Nehmen wir als Beispiel, was jetzt passiert. Hätten Amaru und Sairi während der Hungersnot nicht gestritten und hätte Sairi nicht gegen Amarus Wunsch darauf bestanden, dass er die Sicherheit der Grenze verlässt, um für das Dorf zu jagen, dann wäre heute vielleicht vieles anders. Denn Amaru fühlte sich schuldig am Tod seines Bruders. Ich war in der Nacht dabei, als sie Sairis Leiche aus der Wildnis brachten. Die Trauer fraß ihn auf. Ich glaube, das war der Augenblick. Amaru zerbrach. Danach übernahm er die Kontrolle über Paititi. Er wollte uns schützen, weil er Sairi nicht schützen konnte. Ich habe mal zu Hause einen Fisch gefangen. Im Brunnen. Weil unter manchen Häusern Tunnel mit Wasser sind, sagt Papa. Lustig, was? Oh, ich finde nicht raus, was das bedeutet. Ich bin nicht sicher. Der Dialekt ist mir vertraut, aber etwas stimmt nicht. Ich verstehe es nicht. Es ist fast wie kreolisch. Hm.
Es macht demütig, hier in Paltiti zu sein. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe nur einen alten Ort erwartet. Artefakte, Gräber. Ich habe nicht an die Menschen gedacht. Für mich gab es nur Hinweise. Ich hatte keine Zeit, um zu staunen. Ich wollte mich nicht einmischen. Aber Trinity ist hier. Thank you.